Adi Schatz, alles Gute. Was hast du da? Wie siehst du denn aus? Bist du jetzt ein Kavalier? Ist das ein Anzug? Das ist ein Haarband, ein Armreif, ein Haarband. Das ist ein Adi Schatz Band. Da siehst du aber vornehm aus. Weißt du, was wir heute machen müssen? Ich brauche noch ein mega Hundemon-Raid. Und den ganzen Tag ist richtig ekliges Wetter. Wir werden uns jetzt ein mega Hundemon-Raid suchen. Irgendwo draußen in der Botanik. Adi Schatz, guck. Das sieht so genial aus. So nehme ich dich jetzt immer mit. Brave Wurst. Von Streicheleinheit. An den Po, Mexiko, yo! Das ist ASMR, Adi. Das ist ASMR. So, na. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Was ist das denn? Adi Schatz, übrigens sitze ich gerade auf der Toilette, aber keine Sorge, der Deckel ist unten, ich habe eine Hose an. Adi Schatz, alles Gute. Normalerweise tue ich am Anfang immer so den Müll rausbringen oder die Windelbeutel wegschmeißen, aber irgendwie gestern, alles, ich muss das Video komisch zusammenschneiden mit dem Hundemon. Jetzt regnet es auch schon wieder und ich habe jetzt keinen Bock runterzugehen, brauche aber noch die Einleitung, deswegen seht ihr mal einen Blick hinter die Kulissen, wo nämlich diese Windelbeutel herkommen. Von hier, da ziehen die Windelbeutel, da ist der Adi Schatz, ne? Und hier wird gewindelt, ich sag's euch, guck dir das an, da sind die Windelbeutel, da sind die Windel, die Feuchttücher, hier wird befüllt. Wir brauchen unbedingt 17, 19. Wir brauchen unbedingt noch einen Mega-Hundemon. Deswegen war ich unterwegs. Wir haben einen Mega-Hundemon gemacht. Und das war was ganz Besonderes. Und das kommt jetzt. Und dann melden wir uns nochmal zurück. So, da sind wir angekommen. Endlich ein Mega-Hundemon-Raid gefunden. Noch gepostet, spontan Paket abgeholt in der Stadt hin und her. Und hat es schon wieder verschlagen zum Fledermausturm. Es regnet. Es ist Herbst. Es sieht richtig genial aus. Wir haben hier, verdammt. Pass auf, wir haben hier sogar schon wieder ein neues Teamplay gestartet. Ich muss euch mal ganz kurz aufs Auto legen. Dann muss ich mal schauen, was da jetzt abgeht. Linus ist nämlich wieder am Start. Das finde ich sehr cool. Ist das Auto, was hier neben uns steht, das schwarze. Linus hat schon wieder fast alles gemacht hier. 30 Pokémon mit großartig Fang. Linus einfach 18, ich 8, Super Sani 1. Zähl das mal zusammen. Kommen wir mal auf 30, perfekt. Jetzt holen wir mal hier ab, was ist das? Kämpfe gegen 8 Team Gorocket Rübel, fangen 35 Pokémon. Das ist schon wieder so brutal. Ich wähle einfach mal die Rübel hier aus, starte mal das Ding. So, ich stehe hier in 1 Minute 37, geht der Mega Hundemon Raid auf. Ich habe auf dem Habanero Account nämlich noch kein Mega Hundemon entwickelt. Alles, was jetzt neu in die Mega Raids kommt, auch wenn es für euch alt ist, ist für den Habanero Account ja trotzdem irgendwie neu. Ich habe auch zwei Hundemon, glaube ich, am Start. Jetzt muss ich das mal hier hinlegen. Ich weiß nicht, welche sich entwickeln soll. Ich müsste ja nur ein Mega-Raid machen, dann habe ich die Energie zusammen. Das habe ich mir rüber getauscht. Das ist auf Level 40. Das hat nicht die besten IV, aber es ist auf Level 40. Wenn du es dann entwickelst, kannst du halt gleich was mitmachen. Das ist auch getauscht. Das ist nicht auf Level 40. Das ist aber ein Glücks- und hat viel bessere IV. Was würdet ihr jetzt entwickeln? Sagt ihr, wir nehmen das mit dem besseren IV? Oder sagt ihr, ihr nehmt das mit dem höheren Level? Weil das dann halt auf dem höheren Level trotzdem irgendwie mehr Schaden macht. Ich bin nämlich so geizig, obwohl ich 3218 Bonbons habe, möchte ich ungern dieses hier pushen. Wie viel würde das denn kosten, wenn ich es jetzt pushen würde? Ohne XL nur auf Level 40, 75.000 Staub und 182 Bonbons. Weil ich geizig bin, kann man das aber nicht machen. Ich habe den Raid auch gepostet. Wir können mal ganz kurz hier in den Community-Tab gucken. So, das sieht jetzt hier wieder anders aus. Und zwar, wenn wir hier rüber gehen, Community, da hat sich nämlich eingetragen für 16.37 Uhr der Henry Nicky. Grüße gehen raus an Henry Nicky. Danke, dass du da dabei bist. Das finde ich sehr cool. Aber jetzt schon wieder überall was, Wasser drauf, alles nass. Jetzt gehen wir mal hier drauf. Wir gehen hier drauf.
Wir gehen rein. Das erste Mal ist eine Sensation, dass ich mit dem grünen Pass hier raiden muss. Ihr wisst, ich mache theoretisch immer nur den freien Pass weg auf dem Habanero-Account, auch wenn ich durch die Level-Ups verschiedene grüne Pässe habe. So, wir nehmen Arthur, Bestzeit, Cumulus. Laden wir einfach mal noch 4 Leute ein. Auch wenn ich viele grüne Pässe habe durch die Level-Ups, die ja immer mal dann ein bisschen was dazu bekommen, war ich bisher sparsam und habe bisher, glaube ich, nur einmal bei Schlinking oder so, weil wir an dem Tag noch was anderes gemacht haben, einen gemacht. Das ist der gefühlt zweite grüne Pass, den ich jetzt nutze auf dem Habanero-Account. Sonst immer nur der ganz normale tägliche Pass. Hier sind jetzt 8 Leute. Ich kann ja auf dem Nudel-Account noch mal gucken, wer so online ist. Da vielleicht noch ein paar einladen. Skinny! Alex! Ah, nee, lieber nicht. Ich blick da nicht durch mit den Level-Ups. Morgen ist C-Day. Ich will da jetzt keinen hier irgendwo in die Prärie pissen, sozusagen. Wenn ihr das Video seht, ist der C-Day schon lange um. Ja, Hundemon ist ja, glaube ich, jetzt wird es wieder kompliziert. Hundemon ist Unlicht und Feuer oder Gestein und Feuer oder Gestein und Unlicht. Nee, es müsste Unlicht und Feuer sein. Feuer, Wasser. Unlicht, Kampf. Was hat's hier? Kampf und Wasser. Wir haben nämlich 5-mal Meistergriff als Kampf-Pokémon gegen Unlicht und wir haben Thomas. Und das eben Wasser gegen den Feueranteil. Auf der anderen Seite sieht es anders aus. Hier ist Gyarados, Kyogre, Kyogre, Gyarados, Sumpex, Maromai. Wir sind jetzt 8 Leute, das dürfte aber auf jeden Fall reichen, um einmal die Energie zusammenzukriegen. Das ganze Auto ist nass und schleimig. Und ich glaube, ich werde trotzdem mal die anderen Accounts noch durchgucken, die ich jetzt alle nicht mehr brauche. Die waren immer nur wichtig für den Main, um den Main zu verstärken. Jetzt gibt es keinen Main mehr. Das heißt, ich werde die anderen Accounts nochmal durchgucken, ob ich irgendwo noch einen Hundemon auf Level 40 pushen kann. Weil wenn ich die ganzen 18 Accounts, die ich sonst so überall rumfliegen habe, nehme und lösche die und schmeiß die weg oder verkaufe die, weil ich die dann einfach nicht mehr brauche, weil ich wirklich nur noch mit dem Habanero-Account rumrennen will, wäre es ja Quatsch, wenn die jetzt hier lauter Pokémon drauf haben und lauter Staub und lauter Bonbons, da könntest du mit den Bonbons nochmal einen Hundemon auf Level 40 pushen, hier rüber tauschen. Vielleicht wird es sogar ein 100er. Und da würde ich ja die Mega-Energie lieber für einen 100er nutzen auf Level 40, statt für einen 76er auf Level 3 oder so. Versteht ihr, was ich meine? Das ist alles sehr komisch. Normal haben die Kleinen immer jeden Tag ihre Interaktion gemacht und beim Glücksfreund war es immer wichtig für den Hauptaccount, die ganzen Legendären glücklich zu tauschen, damit man irgendwann alle Legendären als 100%ige hat. Ist jetzt nicht mehr der Fall. Die Ziele sind anders. Alles ist anders beim Habanero. Das heißt, ich kann die ganzen kleinen Accounts komplett ausschlachten. Und die brauchen eigentlich keinen Staub mehr, die brauchen keine Bonbons mehr, die brauchen keine Pokémon mehr, die brauchen gar nichts mehr. Hier bin ich jetzt bei 56 von 60 Raids. Den 60. müsste ich auch irgendwie dann filmen. Das ist auch wieder wichtig. 14,75 und 14,80. Müssen wir kurz fragen. Wie viel WP hast du als meistes? Hast du da was? Hallo Jonas. Wie viel? 15,05. Das heißt, Pupsi ist auf jeden Fall besser als ich. Ich nehme mal hier so eine silberne, dass ich hier bei dem Hundemon, oh mein Gott, bei dem Hundemon auch noch mal ein paar... Oh. Bei dem Hundemon auch nochmal. Mann, du kannst nicht werfen. So. Werft nie im Regen mit nassem Display, nassen Händen. Obwohl das eigentlich jetzt besser drin sein müsste, wenn es regnet. Das ist Feuer, das Ding. Es regnet, da müsste das eigentlich von alleine drin bleiben. Wir bewerten das mal kurz. Das hat schon 3 Sterne mit 14,80. Sie hat 15,05. Aber ich glaube nicht, dass das ein 100er ist. Ich weiß gerade nicht, was es ist. Ich tue mir mal eine Übersicht verschaffen, ja. Ich habe jetzt 225 Hundemon Mega Energien. Ich brauche eine 100, um eins zu entwickeln. Ich suche mir das Beste raus und melde mich zurück, wenn ich mein bestes Hundemon auf Level 40 direkt entwickle zum Mega Hundemon auf dem Account, weil es dann wieder neuer Pokédex-Eintrag ist. Gut, Kommando zurück. Ich muss noch mal kurz rein, weil... Guckt euch das an. Jonas! Jonas, Schatz! Alles Gute. Ja, was ist denn das? Es ist doch ein 100er. Sie hat gerade an die Scheibe geklopft. 15,05 ist das 100%.
Das 100% Hundemon, genau. 100% Hundemon bei Mega Hundemon Raid. Für der 11. Meiningen. Guckt euch das an. Das ist super. Und das auch noch auf deinem richtigen, ist das dein Hauptaccount, ja? Glückwunsch! Auf dem Hauptaccount von Pupsi, so Tür zu, Jonas tot, nein, alles gut. Wir fahren jetzt wieder heim, der ist nämlich müde, der will jetzt gleich in sein Bett und ich schneide euch dann aber noch rein, welches Hundemon ich entwickelt habe. Ich habe da was gehört. Was ist das denn? Ach, Schatz. Alles gut. So, und habt ihr gesehen, wie der Adi die Tür alleine aufmacht? Das macht er irgendwie immer so, deswegen kann man noch nie einfach aufs Klo gehen und die Tür zumachen, weil der Adi eh entweder die Tür von draußen aufmacht und reinkommt und alle dann auch reingucken, was man hier macht, oder er ist hier drin und macht die Tür auf und geht raus und dann ist die Tür auf und alle gucken raus. Wir haben ja gesagt, wir melden uns nochmal zurück, wenn wir dann ein Hundemon gefunden haben, was wir mega entwickeln wollen. Das habe ich jetzt hier. Ich habe ein bisschen aufgeräumt. Jetzt muss ich mal kurz hier reingucken. Hund. Hab nochmal alle Accounts durchgeschaut, hab jetzt mir das mit dem besten Level einfach rübergeschickt, hab alle anderen mit den Leveln, da ist nichts Gutes bei rausgekommen, einfach weggehauen, die sind komplett egal. Das ist jetzt hier auf 2790. Ich brauche 100 Mega Energie, um den zu entwickeln. Das Ding hat gerade mal einen Stern, aber der Habanero-Account ist so genial, der spielt auch einfach ohne IV. Der spielt einfach nur noch, damit er was zu spielen hat, ansonsten macht er sich keine Platte mehr. Die anderen 100 Energien kann ich ja aufheben, falls er doch irgendwann mal ein 100%iges hat. Aber ansonsten nehme ich immer jetzt das höchste Level, damit du da gleich was Heftiges hast. IV sind erstmal zweitrangig. Selbst bei manchen Dingern brauchst du einfach keine IV, deswegen ist das eigentlich auch wurscht. Der hat jetzt ja auch Standpauke, Schmarotzer, Flammenwurf, kommt auf 4098, ist ein weiteres Mega in der Sammlung vom Habanero. Ich habe sogar das Glückshundemon verschickt. Das hatte 3 Sterne, das hatte glaube ich 12, 14, 13 oder irgendwas, so keine Ahnung. Ich glaube, ich hab's ja vorhin kurz gezeigt, das ist jetzt schon wieder 10 Tage her, deswegen weiß ich es nicht mehr. Das ist aber jetzt das, was ich entwickelt habe. Und das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ja, Adi, was ist denn jetzt? Erst willst du raus, dann willst du rein, oder wie? Adi, Schatz, alles Gute. Adi. Adi, Schatz. Was machst denn du? Was machst denn du? Kein Adi mehr da. Adi aus. Adi Schatz. Adi Schatz. Adi Schatz.